Hallo zusammen, ich bin Jürg und willkommen zur zweitletzten Folge vor den Playoffs. In der letzten Episode habe ich euch alle darum gebeten, mir zu zeigen, was ihr möchtet, ob ich so weitermachen wie bisher oder verkürzen, damit wir so schnell wie möglich mit den Playoffs starten können. Das Ergebnis war eindeutig, ihr möchtet das in das Ganze verkürzen und so wird das gemacht. Ihr werdet also heute ganze 8 Matches sehen. Wie werden ihr die sehen? Ihr habt mir nämlich hammergeile Vorschläge gebracht, von Simulieren bis noch zu Gold zeigen. Ich mache das einfach, ihr kombiniere eure Vorschläge miteinander. Das heisst, ich werde simulieren und von den grossen Matches, die ich finde, das werden geile Matches sein, selber spielen und euch anreizen, die Highlights zeigen. Ich feiere die Mischung. Wenn dir das genauso gefällt, dann lass mich doch das mit einem Daumen nach oben zu dem Video wissen. Und wenn du gar nicht verpassen möchtest, erst recht in die Playoffs. Wer setzen? Spätestens an der Zeit, um meinen Channel noch kostenlos zu abonnieren und natürlich das Glöckchen nebenan aktivieren, damit du sofort benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir online ist. Und weil so viele fucking Matches sind und ich keine Ahnung habe, wie lange die Folge so mit kann gehen, will ich gar nicht mehr länger labern. Wir starten jetzt einfach mit der Action. Ab geht's! Und der erste Match, der wird schon mal simuliert. Wir werden das Ganze ein bisschen geschwinder machen hier. Komm, kann ich das hier aufstellen? Jawohl. Es ist weiterhin 0-0. Ich habe keine Ahnung, was es geht. Okay, ist fuck. Jetzt hat es ein Goal. Okay, Lausanne führt. Das ist unser erster Match. Lausanne gegen die EVZ. Und sie machen gerade das zweite Goal. Hey, wenn wir nicht spielen, was passiert da? Verlieren wir einfach. Okay, endlich. Anschlusstreffer. Wer hat es erzielt? Hey, man, da muss man immer noch schauen. Keine Ahnung, kommen wir nicht mehr raus. Aber es steht 2-2. So ist das Rechte. Erstes Drittel, nur noch eine Minute, ist am Laufen. Gibt es noch ein Goal? Nein, es gibt kein weiteres Goal mehr. Und jetzt muss die Simulation pausieren. Fortsetzen. So, eben, ich habe keine Ahnung, ich merke noch absolut keine Ahnung, was ich wer Goal geschossen hat, wie auch immer. Scheiß drauf, es wird ja eh nur simuliert. Und ihr seht es auf der Seite, wahrscheinlich kriegen ihr es mit, ich kriege es nicht mit. Soll ich mich da schauen? Ich weiß nicht, woher schauen, mein Gott, ey. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein Powerplay und das könnte uns Führung bringen im zweiten Drittel. Okay, pausiert. Okay, das war das Drittel. Wir gehen weiter ins letzte Drittel. Okay, da sehen wir Jack, Schuss, Bulli. Ey, mein Gott, da kommst du so nicht raus. Hey, machen wir wenigstens mal eine Kiste. Jawohl, da ist Kiste. 3-2. So ist schön. Oh nein, jetzt sind die anderen Powerplay. Bitte nicht. Bitte nicht, habe ich gesagt. Und was passiert? Genau, sie gleichen natürlich aus. Wir sind in den letzten 3 Minuten. Hey, das geht doch so schnell. Aber machen noch eine Kiste. Nein, nicht ihr. Wir müssen eine Kiste machen. Wir dürfen noch nicht verlieren. Wir haben wirklich verloren. 4-3 haben wir verloren. Mit der ersten Simulation. Trotzdem schauen wir uns noch kurz an, wer den Goal geschossen hat. Weil ich habe es wirklich nicht mitgekriegt. Die Übersicht ist doch schöner. Suri, Holden und Rowe haben Goal für den EVC geschossen. Wir gehen jetzt ab in den zweiten Match. Und von dem zweiten Match werden ihr jetzt die Highlights sehen, denn unser Gegner ist niemand geringer als der HC Davos. Oh nein, da kommt der erste Abschluss und gerade das erste Goal für den HCD. Da hätte unser Goalie wirklich besser müssen, weil ich weiß noch nicht, wer drin ist. Ist der Stefan oder nicht? Ja, es ist wirklich der Stefan, der in der Kiste steht. Und jetzt geht unser erster Angriff, erster Schuss und dann natürlich die erste Parade von ihrem Goalie. So, jetzt! Jawohl, jetzt! Ausgleich 1-1. Sehr wichtiger Treffer für unseren EVZ. Jetzt müssen wir unbedingt die Davos von der Scheibe trennen. Wir müssen sie unbedingt von der Scheibe trennen. Nein, falsch! Der passt nicht dort, wo ich an Velo und dann was passiert. Es passiert natürlich eine Kiste gegen uns. Ach Mann, hey. Fuck noch einmal. Machen wir noch den Ausgleichstreffer vor der Pause? Nein, leider nicht. Wir haben gerade das Bulli gewinnen und können abzeichen. Vielleicht doch noch. Nein, Metall. Wir treffen den fucking Pfosten. Nein. Schön verarscht. Und jetzt der Pass und der Abschluss und wieder Metall. Jetzt kommt Topscorer. Kommt Topscorer. Macht das. Nein. Können wir die Überzahl gerade nutzen. Bulli wird gewonnen. Direkt Abnahme kommt. Und es sitzt. Der Schuss sitzt. 2-2. Die Powerplay-Situation ist nur wenige Sekunden gegangen und wir können direkt den Ausgleich erzielen. Letztes Drittel HC Davos greift auch gefährlich an. Ja, sehr gefährlich. Na, schön alles können abwehren noch. Jetzt holen wir uns die völlige Unterzahl. Wir holen sie uns. Kommt einer mit? Ja, es kommt einer mit. Wir schiessen, aber was ist für ein Scheißabschluss? Komm, lauf einer mit. Ich weiß es nicht. Gib einen Pass. Lauf mit. Und die Scheibe ist stehen. Keine Ahnung, wo jetzt der Schuss her ist.
Aber es ist mir auch scheißegal. Wir erzielen es 3-2 und führen somit zum ersten Mal in dem Match. Es sind die letzten paar Sekunden. Wir haben noch die Scheibe. Ich schieße noch irgendwo her, aber nicht aufs Goal. Aber scheißegal, wir gewinnen den heftigen Match ganz knapp mit 3-2. Und wir gehen jetzt direkt zum nächsten Fight. Und in dem dritten Match ist wieder der Gegner der HC Davos. Zweimal nacheinander Davos. Das ist doch richtig geil. Der Match davor war schon schwer. Wie schwer wird es jetzt, wenn Davos daheim spielt? Hoppla, hoppla, Schorsch, hoppla, Schorsch. Gehen wir jetzt in Führung. Komm, Handgelenkschuss. Jawohl! Handgelenkschuss ins Kreuz oben rein zur 1-0-Führung kurz vor der ersten Drittelspause. Das zweite Goal wäre wichtig. Das kann aber Goal verhindern. Oh mein Gott! Umhauen der Sieg, jawohl. Querpass. Schuss. Nachschuss. Das geht nicht rein, der Schuss, meine Güte. Aber der jetzt von hinten auch nicht. Oh nein. Coole Goal zum 2-0. Ich spüre es. Ich spüre es einfach. Pulli. Goal. Nein, doch nicht. Oh shit. Oh shit. Schön, Goli. Grafisch gegen uns ausgesprochen. Die müssen wir überstehen. Das müssen wir überstehen. Letztes Drittel. Wir führen nur mit einem Goal. Wir brauchen unbedingt eine weitere Kiste. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh. Ich werde jetzt fütteln. Und da haben wir absolut kein Glück gehabt. Meine Güte, ist das ein geiles, rausgespieltes 1-1 vom HC Davos. Oh Scheiße, was für ein Fehler, was für ein Fehler! Und er hat ihn gesaved! Bitte ein Unterzahlgoal zum Sieg. Jawohl, ein Unterzahlgoal hat zum Sieg geführt in der Overtime für den EVZ. Wir schlagen zum zweiten Mal nacheinander extrem knapp der HC Davos. Meine Fresse, ist das jetzt geil gewesen. Und wir gehen jetzt ab zum vierten Match. Und in dem vierten Match wird simuliert, das ist der Gegner HC Lugano. Und wir führen schon mit 1-0. Gar nicht geschnallt, dass es schon da angefangen hat, aber egal. Egal, wir führen mit 1-0. So soll es sein. Ich check's immer noch nicht. Ich muss so links schauen. Ich lasse mich zu derb ablenken von dem in der Mitte. Also da Simulation. Da beschreibe ich besonders, sie haben ja eine höhere Geschwindigkeit, damit es nicht zu lang dauert. Wir sind da erst ein Drittel. Kann man das noch schneller machen? Ich will es noch schneller machen. Geht das? Ich habe keine Ahnung. Ich schnall es nicht. Schneller, ich will schneller. So, 1-0 nach dem ersten Drittel, 2-0 zum Anfang vom zweiten Drittel. Ja, immer gerade am Anfang ein Goal schiessen. So ist das schön. Aber was weniger schön ist, ist das Goal kassieren. Heieiei, du. Ja, aber wer hat... Was soll das? Was soll das? Ich weiß gar nicht... Das ist so ungewohnt für mich, so Simulationen. Wie soll ich das beim nächsten Mal machen, wieder so wie da? Und so sinnlos schnarren und komplett überfordert sein und dann erzielen sie 2-2. Das ist schon geil, oder? Das soll ich einfach nur simulieren und euch das Resultat zeigen, wer Goal geschossen hat. Wie soll ich das Ganze machen? Oder wie würden sie eher gerne haben? In der heutigen Folge werde ich es so machen wie jetzt. Ich werde wieder heillos überfordert sein die ganze Zeit mit dem Kommentieren. Und wieso ist es jetzt wieder so langsam? Ich will es schneller haben. Komm. Ah, da rechts zeigt es an, wie schnell. Achtfach. Okay, achtfach. Man muss es auch herkriegen. Man muss es ja auch schnallen, wenn man es sieht. Achtfache Verschnellerung haben wir jetzt. Lugano führt 3-2. Hey, das kann nicht sein, dass wir bei den Simulationen dann immer verlieren. Das darf es nicht sein. Wir haben jetzt Davos zweimal sehr knapp in Hammer-Matches geschlagen. Und bei Simulationen verlieren wir, oder was? Hey? Komm, machen noch den Ausgleich. Nein, wir kassieren noch eins. Wir kassieren noch eins. Hey. Nach einer 2-0-Führung verlieren wir 4-2. Das muss auch noch betont werden. Ihr seht, wer Goal geschossen hat. Wir gehen zum nächsten Match. Auch der nächste Match wird wieder simuliert. Da eins unserer Gegner, EHC BL. Und ich gehe noch wieder auf achtfache Geschwindigkeit von der Dings. Und jetzt, jawohl, wir führen. Sehr schön. Bauen die Führung aus. Lassen nicht ausgleichen. Und lassen nicht ausgleichen. Und was passiert? Ausgleich, zack, und auf innen drei. Was soll das? Hey, was soll die Scheiße? Wenn wir simulieren, verlieren wir immer. Ist das extra so? Hey? Was soll das? Das wird noch knapp, dass wir uns überhaupt qualifizieren. Geht. Ja, nein, eigentlich sollten wir uns schon für die Playoffs qualifizieren. Aber nicht auf dem ersten Platz. Das wäre Scheiße. Ich will auf dem ersten Platz mich qualifizieren. Und wenn wir wegen so Sachen das nicht schaffen, wäre das richtig beschissen. Hey. Einfach weil wir eigentlich gar nichts dafür können. Wir haben ja mehr Schüsse. Okay, es ist ausgeglichen, aber wir haben gleich
einen Schuss mehr. Wir haben einen Schuss mehr, zwei Schüsse jetzt mehr und sind gleich 1-2 hinten drin. Das ist der EZB. Okay, gegen die habe ich auch schon verloren. Aber das ist Simulation. Da könnten wir doch gegen diese Mannschaft wenigstens gewinnen. Ich sage wenigstens gewinnen. Was passiert? Sie machen es 3-1. Ja, danke schön. 2-3. Wenigstens noch das. Hey. Kommen wir jetzt gleichen aus. Wir gleichen aus. Jawohl, ich denke, Scheiße, ich schaue, wie viele Schüsse. Und dann das. 4-3. Und ihr sagt, wenn ich spiele, gibt es zu viel Goal. Hey, vorher hat es ja nicht so viel Goal gegeben. Und da gibt es wenigstens Goal. Wir verlieren. Wir verlieren wieder. Das kann es einfach nicht sein, dass wir bei den Simulationen immer verlieren. Aber hey, vielleicht gewinnen wir ja die nächste Simulation. Was auf jeden Fall wünschenswert wäre, gegen Freiburg geht er an. So, wieder da. Nein, ich drücke zu viel und ich komme da über mehr als Zings da wieder zurück auf einfach Geschwindigkeit, achtfach Geschwindigkeit, immer um. Wir führen jetzt endlich. Aber kann ich da eigentlich da. Ich kann auch umstellen. Ich stelle einfach da um und dann sehen wir, wer Goal macht und sehen die andere Scheiße nicht. Das andere kann. Dann kann man das da. Aber dann wird das. Nein, dann wird das auch noch angezeigt da rechts. Das ist ein bisschen Scheiße. Oder? Ja, das ist Scheiße. Ich meine, ein etwas will man ja schon sehen, pausiert. So kann man natürlich das Video auch länger machen. Wenn man schnarrt und nicht schnell, dass es pausiert hat. Komm, bitte. Wir wollen den ersten Sieg in einer Simulation jetzt erholen. Es kann nicht sein, dass wir keinen Sieg in einer Simulation holen. Kommen, hey, kommen, Jungs, kommen, machen da eure Kisten an. Machen endlich das 2-1. Letztes Drittel. 1-1. So habe ich mir das eher vorgestellt, wenn es um Simulationen geht, dass es so knapp ist die ganze Zeit und fahren jetzt immer Uhren beim Goal gegeben. Okay, jetzt haben die ein Powerplay. Nutzen die das aus? Gerade nochmal. Okay. Geht es in die Verlängerung? Geht das in die Overtime? Nein, natürlich geht es nicht in die Overtime. Scheiß Freiburg jetzt noch 2-1 schießt. Eben in dieser Drecksimulation. Dreht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Simulationen sind scheiße, die verlieren wir immer. Mal schauen, ob der nächste Match gespielt wird oder eine Simulation wird sein. Auch dieser Match ist wieder eine Simulation. Das Mal ist unser Gegner Ambri Piotta. Und ich muss jetzt aufpassen, dass wir nicht viel das Dreieck drücken. Sehr schön. Wir führen 1-0. Bitte soll das jetzt unser Sieg geben. Gegen Ambri müssen wir einfach gewinnen. 2-0. Aber 2-0 heisst nichts bei einer Simulation. Haben wir ja schon gesehen im Match vorher. Haben wir auch mal 2-0 geführt. Und haben gleich auf Kappa gekriegt. Der 2-0 sagt gar nichts aus. Und schon haben wir den Anschlusstreffer von Ambri. Jawohl, ist doch eine lässige Sache. So, nächstes Drittel. Cool, wenn man noch schneller könnte das Ganze machen. Hey, das wäre eigentlich noch richtig geil. Kann ich das auch? Das ist doch, wenn ich X mache. Okay. Okay, das mache ich so. Okay. Fortsetzen. Okay, das ist scheiße, wenn ich gerade so direkt führe springe. Das soll nicht sein. Das ist ein bisschen Emotionen, wenn wir ja doch schon noch haben in einer Simulation. Auch wenn man es nicht checkt, was da abgeht oder so. Wir führen jetzt 3-1, wir führen 4-1. Jawohl. Das wird unsere erste Simulation sein. Gegen Ambri Piotta. Schade, dass es Ambri trifft. Ich hätte eigentlich lieber einen anderen Gegner vorgehabt, wie Lugano. Aber jetzt trifft es halt Ambri. Wir gewinnen die erste Simulation hier. 4-1. Und aus diesem Grund schauen wir es natürlich sehr gerne an, wer unsere Goal geschossen hat. Marcini, Helbling, Stahlberg und Klingberg sind es. Und wir gehen ab zum nächsten Match. Und das ist sogar der letzte Match für die heutige Folge. Unser Gegner ist der HC Lugano. Und wir werden natürlich den Match jetzt so bestreiten, weil vorher haben wir ja gegen Lugano im Simulieren für Lora. Das mal nicht, wir spielen und führen souverän gerade 1-0. Yes! Nein, scheiße. Oh, 2-0 wäre verdammt wichtig. Komm rein mit dieser Scheibe. Hoppla, 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 hoppla. Schöne Parade. Oh nein, scheiße. Schön Goalie. Komm, das ist ein Pass. Schuss! Metall, nein! Jetzt gibt es aber das 2-0. Jetzt gibt es es. Nein, wieder Metall. Pass. Schuss! Jawohl! Der sitzt endlich! Wir führen hochverdient mit 2-0 gegen Lugano! Yes! Oh Scheiße! Geile Parade! Nein! No! Oh! Nein, halb sie! Und jetzt Querpass! Schuss! Goal! 3-0! Yes!
sehr, sehr wichtiger Treffer war es jetzt für den EV-Zug. Wir sind im letzten Drittel. Lugano hat Powerplay. Sie gewinnen hier auch das Bulli. Das ist scheiße. Sie gehen weg. Oh mein Gott. Ey. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Was war das jetzt für ein Drecks-Goal? Absolut alles nur meine Schuld, dass Lugano jetzt das 1:3 können erzielen. Schön noch, jawohl. Zack, abdrehen, Pass, Schuss. Nein. Oh, 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 shit, oh, shit. Oh, oh, well. Genau so ist das Goal entstanden. Schon jetzt einfach 2:3 wie so ein Kack-Goal wieder. Jetzt 1:3. Es wird wieder verdammt spannend. Klar, Lugano hat jetzt ein Goal draussen. Sie greifen an. Schöne Parade. Nochmal, nochmal. Oh. Wir können angreifen. Wir schiessen einfach, ganz locker einfach ins leere Goal. 4:2, das sollte der Sieg auf sicher sein. Erst recht ist es ein Sieg auf sicher, wenn wir nochmal eine Kiste machen. Und da ist die Kiste. 5:2. Jawohl! Was wieder für ein verrückter Schlussmatch da gegen Lugano. Zuerst gehen wir 3:0 in Führung, dann kommen sie an. Wir machen 2 Goal ins leere Goal und entscheidender Match doch noch klar für uns. Jetzt bin ich aber gespannt, wie stehen wir überhaupt in der Tabelle? Jawohl, wir sind weiterhin auf dem ersten Platz mit 78 Punkten. Das heißt 6 Punkte Vorsprung vor dem zweiten und 8 Punkte Vorsprung vor dem dritten, wo Lugano ist. Somit ist der Match von vorher umso wichtiger gewesen, dass wir uns haben können den Sieg holen. Ja, so wäre der Satz. So stimmt er, glaube ich. Ich bin wieder komplett durcheinander. Mein Kopf ist voll nach diesen Matches, nach dem Ganzen. Hey. Ja, und aus diesem Grund werde ich jetzt das Video gerade beenden. Lasst mich doch mit einem Kommentar wissen, was denken ihr? Werden wir die Qualifikation auf dem ersten Platz beenden? Und wer wird unser erster Playoff-Gegner sein? Schreibt da dazu jetzt deine Meinung unten in die Kommentare rein. Und vergiss natürlich nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Wenn dir das Ganze gefallen mit diesen 8 Spielen und du dich auf die nächste Folge mit 8 Spielen freust, dann wäre es an der Zeit, damit du es ja nicht verpasst, meinen Channel noch kostenlos abonnieren und am besten auch noch das Glöckchen nebenan aktivieren. Ihr kennt ja das ganze Prozedere. Und genauso auch wissen wir, dass ich mich jetzt endgültig von euch verabschiede. Einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!